Nun gut. Neue Musik. Ich bleib ganz kurz ruhig, damit wir mal die Musik genießen können. Vielleicht sollte ich auch nicht unbedingt Ringe dazu einsammeln, aber also dieses Thema der Marble World finde ich noch mit eins der schwächsten des Spieles. Das Beste, wenn das kommt, dann das werdet ihr auf jeden Fall bemerken. Ach je, auf jeden Fall Nostalgie pur ist dieses Spiel. Kommen wir aber weiter zur Konsole. Als ich damals die Konsole gehabt habe, eben, ich hatte ganz, ganz viele japanische Spiele, viel mehr als ich europäische PAL-Varianten hatte und natürlich alle mit japanischer Sprache. Aber, also ganz ehrlich, die Japaner haben es, was Gameplay angeht, schon drauf. Ich finde, die aktuelle Entwicklung in Japan, muss ich sagen, verfolge ich nicht ganz. Ich meine, die einzigen japanischen Spiele, also mit wirklich japanischem Flair, die ich jetzt kenne, sind eigentlich Anime-Spiele oder Hentai-Dating-Simulatoren oder so. Aber früher, was es da gab, eben super geniales Side-Scroller. Ich bin sicher, Side-Scroller sind immer noch beliebt in Japan. Ich meine, was sollen die Otaku spielen? Sollen sie wirklich Hentai-Dating-Simulatoren spielen? Das bezweifle ich doch stark. Ah, deswegen, ich bin sicher, dass ich einfach nicht auf dem Laufenden bin und dass es tausendmal bessere Sachen gibt. Ich bin auch ein großer Fan von Sword Art Online, falls es euch jemand was sagt. Das ist ein Anime, in dem die Charaktere praktisch in der Spielwelt gefangen sind. Also wer sich für Anime allgemein interessiert, wird es wahrscheinlich kennen. Jedem anderen würde ich empfehlen, wenn er entweder Interesse an MMORPGs hat oder allgemein ein Anime-Fan ist oder sich sowas antun kann, ohne gleich Brechreiz zu kriegen. Schaut euch Sword Art Online an. Ein genialer Anime. Und wenn wir gerade bei Anime sind, Sword Art Online ist sicher nicht mein allerliebster Anime. Mein allerliebster Anime ist Samurai Champloo. Ich hoffe, das kennen auch viele. Also ich weiß gar nicht, was mich so sehr dran fasziniert. Es ist so, wenigstens habe ich es Continue gekriegt. Samurai Champloo ist so eine Art, also Champloo ist ein Mischgericht, aus dem ganz viele Fleischsorten und auch mal Reis und oder Nudeln zusammengemixt werden. Und genau das wird da gemacht. Es wird moderne, ganz, ganz wenig nur, aber auch durchaus präsent in die ganze Sache reingemixt. Da gibt es dann eine Folge, die vom Baseball handelt. Auch ganz stark ist zum Beispiel das Intro der Folge, in dem so ein typisch japanisches Dörfchen einfach gezeigt wird in der Zukunft, was heißt Zukunft, in der Gegenwart, und dann spult das Ding der Anime zurück, und es ist so wunderbar gemacht, also großer Fan, großer Fan. Übrigens, was mir gerade einfällt, die ersten drei Emeralds, die kriege ich eigentlich immer. Also das muss wirklich am Reden liegen, dass ich da jetzt so schlecht bin. Vielleicht, wenn das wirklich gut läuft, könnte ich mir auch durchaus vorstellen, mal einen Speedrun zu machen. Dann aber natürlich ohne Kommentar, einfach nur spielen und vielleicht ein schönes Lied hinten dran. Oder vielleicht auch der Original-Soundtrack, weil wie gesagt, da muss ich noch was sagen. Genial. Es gibt auch in der Soundcloud, ich weiß nicht, ich würde es halt einfach googeln, ein Full-Band-Cover von den ersten drei Sonic-Soundtracks. Also Full-Band heißt einfach mit Gitarre, Schlagzeug, Bass und kein Gesang. Also Full Band Akustik. Auch wunderschön. Aber ganz ehrlich, diesen Retro-Charme, den erreicht es einfach nicht. So, ich würde sagen, was könnte ich noch erzählen? Ich könnte euch ein bisschen über die Spiele erzählen, die ich auf dem Sega gespielt habe. Außer Sonic habe ich auch die anderen Sonic-Teile, wie gesagt, vergöttert. Also Teil 3 war ganz toll.
Teil 2 fand ich nicht ganz so genial. Aber das war toll. Da konnte ich zumindest mit einem Freund zusammenspielen. Und jeder, der sagt, der Koop-Modus in Sonic 2 und Sonic 3, der sei blöde, der ist einfach nie richtig kooperativ zu seinem Mitspieler gewesen. Man kann Sonic 2 und Sonic 3 wunderbar im Koop spielen. Sonic muss sich zwar zurücknehmen, weil sobald Tails den Bildschirm verlässt, kann er ja nicht weiterspielen und na, das will ich wenigstens schaffen. So, volle Punktzahl. Das schaffe ich jetzt relativ selten, aber gut, jetzt habe ich mich auch kurz drauf konzentriert. Wenn ich mich drauf konzentriere, passt das eigentlich schon alles. So, jetzt bin ich mir nicht sicher, ob ich da durchrennen kann mit dem... Ja, doch, gut. So, daran sollte ich wahrscheinlich nicht kommen. Weiter zu den Spielen. Die Sonic-Spiele geliebt. Und meine Mutter hat damals Columns extrem gut gefunden. Das ist so eine Art Bejeweled. Oder, falls ihr es kennt, Puzzle Quest. Puzzle Quest auch toll, aber das ist kein Retro-Spiel. Und da habe ich auch immer super gerne mitgespielt. Und ich habe nie verstanden, warum meine Mutter immer, doch relativ schwere Einstellungen gemacht hat. Weil, ganz ehrlich, ich fand, also in leichter Einstellung, da konnte man das wenigstens schaffen. Aber wie gesagt, ich war damals nicht so der große Spieler. Ich war eher schlecht. Mein Kumpel, den ich hatte, der war also auch eher besser als ich. Ich kann mich noch erinnern, als die PlayStation rauskam, die ich natürlich auch hatte, aber ist kein wirkliches Retro-Gespräch. Da war eines der Spiele, die wir am meisten gespielt haben, Tony Hawk Pro Skater 2 damals. Und den ersten Teil auch, aber noch nicht so intensiv. Und ich kann mich erinnern, mein Kumpel, der hat es geschafft, praktisch nur mit Grinds die ganze Zeit auf dem Feld zu machen und hat mich dadurch immer fertig gemacht. Und natürlich hat es mich extrem frustriert. Als dann aber der Teil 3 kam, in dem der Reward dazu kam, da konnte ich dann punkten, weil irgendwie hat er das dann nicht so gut hingekriegt. Und dann waren wir zumindest auf ähnlichem Level. Das war ganz gut, würde ich sagen. Oh, ein Leben, sehr schön. Nein! Ne, jetzt kommen, wir sind so weit. Jetzt will ich es auch noch schaffen. Hier durchzubrechen ist ja nicht so schwer. Und auch, was ich bei dem allen Nachfolger nach Sonic 3 immer gehasst habe, war dieser neue Dr. Robotnik, der ja im Original auch Dr. Eggman hieß, was ja auch ein bescheuerter Name ist. Ich meine, man stellt mal nebeneinander Dr. Eierkopf und Dr. Robotnik. Ist doch klar, was der liebe kleine Dave damals lieber gemocht hat. Beziehungsweise, ich kannte ja noch gar nicht Dr. Eggman und das war eine schöne Zeit. Genauso, wenn ich mir anschaue, was, also Sonic Generations finde ich im Prinzip den einzig guten Teil der ganzen neuen Sonic-Spiele, weil es eben noch den alten Sonic so ein bisschen zurückbringt und auch das Spielgefühl fand ich da eigentlich ganz gut gelungen. Naja, aber man kann ja nicht alles haben, nicht wahr? So, und was habe ich noch gerne auf dem Sega gespielt? Also leider hatte ich nicht dieses Street of Rage und auch kein... Ich habe niemals Street Fighter gespielt, also weder auf dem Super Nintendo noch auf dem Sega. Aber dafür hatte ich Fat Man. Ja, kennt ihr nicht? Ja, das war eins der japanischen Spiele. Auch genial, aber immer noch sehr schwer. Ich habe das mal angefangen, versucht, aber es ist so unfassbar schwer. Ich schaff's leider nicht. Also das wird garantiert nicht in der Serie, falls es denn eine wird, erscheinen. Was hatte ich noch? Hellfire. Falls ihr... natürlich spiele ich das auf dem Sega und ich habe natürlich ein... ich lasse das natürlich durch den PC laufen.
Aber falls ihr etwas vielleicht mit Emulatoren anfangen könnt, dann darf ich euch empfehlen, versucht mal das Spiel Hellfire. Es ist ein Side-Scroller, so wie AirTribe, aber mit einem ganz interessanten Kniff. Man kann nämlich per Knopfdruck entscheiden, wohin die Schüsse gehen. Entweder nach vorne, nach hinten, oben und unten oder in die Diagonalen. Und das Spiel... Also ich hasse eigentlich Side-Scroller. Ich bin wirklich kein Fan. Auch R-Type habe ich damals nur auf dem Gameboy bisschen gespielt. Und das auch eher nur, weil ich so wenig Spiele hatte auf dem Gameboy. Aber ein geniales Spiel. So, Retro. Was könnte ich weiter erzählen? Ich hoffe, ich muss den unteren nicht anschalten. Nee, muss ich nicht. Hoffe ich. Nein! Ach, egal. Wie gesagt, jeder, der einen Emulator hat, ich kann es nur empfehlen, weil auch die Grafik, wie eigentlich bei den meisten Sega-Spielen, phänomenal. Einfach phänomenal. Noch ein Wort zur Grafik. Deswegen glaube ich auch, dass ich Teil 3 ein bisschen besser fand. Also wegen der Grafik, weil die war wirklich besser als das hier. Nicht ganz so charmvoll vielleicht, aber sondern Charm, also charmvoll. Ich habe bemerkt, ich habe ein bisschen Nuschel manchmal, so ein bisschen, deswegen möchte ich das genauso sagen, weil charmvoll würde einfach keinen Sinn mehr geben. Und die Sache, wie gesagt, die Sache mit dem Kurb und die Sache, also drei Sachen insgesamt, und die Sache mit den Schildern, also dem Feuerschild, dem Wasserschild und dem Blitzschild. Das finde ich auch ein bisschen schade, dass das nicht in Sonic CD zum Beispiel war. Ich hatte zwar nie das CD Add-on für den Sega, aber ich habe es jetzt mal gespielt. Ich habe mir wirklich einen Sega mit CD-Laufwerk gekauft. Also damals bei eBay, damals, als ob es die Seite nicht mehr gäbe, mit was war's? Ich glaube so 30 Spiele. Auch ganz tolle Sachen wie... Ach, wie heißt der? Wonderboy, dritter Teil. Im Prinzip das einzige Sega-RPG, wenn man es denn RPG nennen will, das ich damals gespielt habe. Ich habe das damals noch in der Videothek ausgeliehen. Ich habe tatsächlich das Glück gehabt... Oh, jetzt wird's knapp. In einer... Stadt gelebt. Nein! Nein! Oh Gott, nein! Ich habe mein Leben verloren! Scham, Scham auf mein Haupt, Scham auf mein Haupt. Oh Gott, ich brauche einen Ring, oder? Oh Gott! Oh, das war der zweite Boss. Das war einer der leichtesten Bosse überhaupt. Okay, ich will jetzt nicht sagen, dass es am Reden liegt, aber ich glaube, ich brauche... Ist es zu fassen? Ich glaube, ich brauche doch ein bisschen mehr Konzentration gleich. Okay. Was ist denn los? Ich bin so schlecht. Jetzt mit Anlauf, ganz normal. So. Ah, nein. Ich brauche... Ah, fuck. Okay. Okay. Machen wir es uns schwer. Ich meine, wie gesagt, eigentlich ist der Boss wirklich sehr einfach. Man darf es nur nicht übertreiben. Eins, zwei. So, und jetzt warten wir einfach. Wir schlagen einmal zu und springen rüber. Ich weiß, das dauert jetzt ewig, aber ich will es mir einfach nicht leisten, nochmal zu sterben. Okay, vielleicht doch ein, zweimal. Jetzt dürfte ich ihn auch fertig kriegen. Okay. Ha, das war peinlich, weil, wie gesagt, der zweite Boss ist eigentlich ein Kinderkerl. Und jetzt kommt auch eine interessante Stage. Das ist die Casino Stage. Niemals besser hinbekommen als in diesem Sonic 1.